Ganz herzlich willkommen hier beim Europa Campus TV, wo ich einen spannenden Tag vor mir habe. Denn für mich gibt es heute vertauschte Rollen. Normalerweise gehe ich mit Prominenten über einen Wanderweg in Rheinland-Pfalz. Und heute ist es umgekehrt. Heute bin ich Gast und ich werde befragt beim Wandern durch die Karlstalschlucht hier im Pfälzerwald. Und zwar werde ich befragt und freue mich sehr darauf von Tamara. Ich freue mich drauf. So sieht's mal aus. Gerne. Super ist das. Also, wie bist du zu dem Beruf als Moderator gekommen? Ich bin gelernter Journalist und ich habe immer hinter der Kamera gearbeitet, habe Filme gemacht und irgendwann hat mich jemand gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, weil ein Kollege ausgeschieden ist, den Posten zu übernehmen. Das habe ich gemacht, habe eine Woche lang die Hosen voll gehabt vorher, habe eine ganz schlechte Sendung gemacht, aber irgendjemand meinte, der kriegt eine zweite Chance und seitdem bin ich. Das ist jetzt 10 Jahre her, bin ich Moderator. Was waren deine bisherigen Projekte? Meine bisherigen Projekte beim Moderieren. Genau. Beim Moderieren mache ich, da bin ich sehr, sehr froh, die unterschiedlichsten Sachen. Also Sport ist eine Facette und da mache ich super gerne die Sportsendung im regionalen Fernsehen und manchmal auch im Ski-Weltcup, dann in der ARD im ersten Programm mit Markus Wassmeier an meiner Seite. Aber was mir richtig Spaß macht auch, ist die Wandersendung, die ich mache. Also das, was wir jetzt auch machen, wirklich draußen in der freien Natur einfach miteinander quatschen, mit einem Promi an meiner Seite. Aber auch regionale Magazine, wo es dann um Politik und Service geht und ganz, ganz andere Geschichten, so querbeet. Ich mache alles gerne und bin froh, dass ich eben nicht nur einseitig diesen Beruf machen darf. Und das mit dem Wandern ist dann auch dein Liebstes? Ist mein Liebstes, weil ich es selbst entwickelt habe, bis heute immer alles in meiner Hand habe, vom Einladen der Gäste über das Abgehen der Wege vorher bis zum Schnitt am Ende. Das mache ich super gerne. Da ist alles mit dabei. Das klingt interessant. Ja. Wollen wir mal weiterlaufen? Machen wir. Gerne. Ist ja schön. Machen wir. Was fasziniert dich denn an dem Beruf als Moderator? Vom ersten Tag bis heute fasziniert mich alles an diesem Beruf. Also Moderator oder auch Journalist, aber Moderator im Speziellen heißt, du lernst jeden Tag, lernst neue Menschen kennen, spannende Menschen kennen, du lernst faszinierende Geschichten kennen, du lernst Themen kennen, wo du gar nicht wusstest, dass sie dich überhaupt interessieren. Und die sind plötzlich mega spannend, also abwechslungsreicher, unterhaltsamer und spannender kann ich mir keinen Beruf vorstellen. Was war denn dein interessantestes Interview oder dein interessantester Interviewpartner? Ich finde es immer dann spannend und super interessant, wenn ich das Gefühl habe, das muss nicht immer stimmen, aber ich habe das Gefühl, ich erfahre jetzt gerade was zum ersten Mal von dem anderen, was der vorher so woanders noch nie gesagt hat. Da ist ein Beispiel, was ich nicht vergessen habe, ist der Fußballer Ciriaco Sforza, der mal beim ersten FC Kaiserslautern gespielt hat und dann in der Sendung, in der ich war, zum ersten Mal gesagt hat, dass er zu Bayern München wechselt, was ein Riesenskandal und ganz viel Aufregung gesorgt hat rund um Kaiserslautern. Aber ich fand es klasse, dass er es in der Sendung gesagt hat. So Geschichten finde ich halt immer super. Gut, wollen wir vielleicht noch ein Stück gehen? Wollen wir uns gerade hier hinsetzen? Ja, gute Idee. Also, wie bereitest du dich eigentlich auf deine Sendung vor? Also wenn es um eine Sendung geht, wie wir sie jetzt hier machen, wie die Weggefährten, die Wandersendung, mit einem Prominenten, eine halbe Stunde Sendezeit an meiner Seite, bereite ich mich schon so vor, als könnte ich ein richtiges Interview machen über eine Dreiviertelstunde mal mindestens, also ein bisschen mehr, als ich eigentlich brauche. Also ich hole mir einen Riesenstapel an Zeitungsartikeln über den Such, den bei uns aus dem Archiv. Ich gehe ins Internet, gucke auch nach aktuellen Geschichten, gehe auf die verschiedenen Seiten und überlege mir meine eigenen Dinge, die mich interessieren. Aber ich bin immer unglaublich froh bei der Sendung, wenn es nicht so ein reines Frage-Antwort-Spiel ist, sondern so ein Fragenkatalog, den ich dann abfrage, sondern wenn wirklich ein Gespräch zustande kommt. Also wenn ich auf etwas reagiere, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte als Antwort und wir haben so ein Gespräch über Gott und die Welt mit ein paar wahrhaftigen Momenten, sage ich immer, wo man gar nicht merkt, dass eine Kamera dabei ist, sondern richtig einfach quatscht, als wäre man wirklich gerade draußen und genießt den Tag. Ja, ist ja auch interessant, dann fürs Publikum zuzuhören. Fürs Publikum und für mich auch, weil ich Dinge erfahre, die ich möglicherweise vorher noch nicht
in der Zeitung gelesen habe, sondern ganz neue Dinge auf der Frage. Das kommt ja dann auch ganz natürlich rüber. Ja, so ist der Sinn der Sache. Und das ist bei uns bewusst so, dass wir sagen, die Natur ist unsere Kulisse, weil man sich eben da natürlicher unterhalten kann als in einem Fernsehstudio. Hast du noch einen Ratschlag für die Studenten aus dem Europacampus? Man muss brennen für diesen Beruf. Und wenn man das tut, kann man die wunderbarsten Momente erleben. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ja, danke auch. Mir hat Spaß gemacht. Ja, es war schön hier an der Klugschen Mühle. Ja. Im Pfälzerwald. Danke.